leitest die Schnellbremsung ein und du merkst, du schaffst es nicht mehr. Und dann hörst du vorne nur den Einschlag, das Rumpeln unterm Zug, die Knochen brechen unterm Zug lang. Ja, und dann ist eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, Stille. Der lag noch im Gleis und der Kopf hing daneben. Beim Rückkehren zum Zug war es dann so, dass die Motoren ja noch liefen und nach 80 runtergebremst bei 100 Tonnen ungefähr, wird natürlich auch die Bremsanlage heiß. Das ist nun mal so. Und dadurch, dass er sich unterm Zug verteilt hat, hat er sich natürlich auf den Bremsscheiben und der Bremsanlage auch verteilt und dann kamen natürlich auch die Gerüche davon hoch. Von seinem Fleisch, ne? Von seinem Blut, das er da unterm Zug verteilt hat. Das verbrennt dann, verschmort dann und gibt dann halt diese Gerüche frei. Über die ersten Unfälle haben wir auch viel geredet, dass wir nachts nochmal aufgestanden sind. Was hast du jetzt für Bilder im Kopf? Was bewegt dich jetzt zum Schluss? Nach dem letzten Unfall war es so, dass er nach Hause kam und ich ihn dann gefragt habe, wie geht es dir? Und er sagte, ja, pff, wie immer. Wollen wir eine Pizza holen? Ich habe Hunger. Sarah, die selbst Mitarbeiterin beim gleichen Verkehrsunternehmen ist, wusste, ihr Mann Alexander hatte in den letzten 2 Jahren 5 Personenschäden, wie Unfälle und Suizide bei der Bahn heißen. Ein Autofahrer, der ohne zu schauen auf einen unbeschrankten Bahnübergang abbog, ein Kind, das den Zug nicht sah, ein Fahrradfahrer, der noch schnell vor dem Zug durchfahren wollte, dazu beinahe Unfälle, und dann gab es noch die beiden Menschen, die den Tod auf den Schienen suchten. Damals glaubte Alexander, dass er zu denen gehört, die das alles gut wegstecken können. Er wollte auch immer schnell wieder fahren, doch dann änderte sich sein Leben abrupt. 4 Tage, nachdem er zum letzten Mal einen Menschen überfahren musste, ertrug er plötzlich die Nähe nicht mehr zu denen, die ihm am wichtigsten waren, zu seiner Frau und seinem Sohn. Ich fühlte mich erdrückt. Ich war an einem Ort, an einer Stelle, in einer Beziehung drin, die nicht richtig war. Weil es waren keine Gefühle und keine Emotionen mehr da. Das ist unwahrscheinlich schwierig zu beschreiben. Und das ging dann wirklich so weit, dass ich hier zu Hause einen Kollaps gekriegt habe und bin einfach ausgezogen. Ich habe meiner Frau jetzt fadenscheinige Sachen vorgebracht. Ich weiß es nicht, ich weiß es auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe, nur um eine Begründung zu haben, dass ich gehen muss, und habe sie dann verlassen. Bis dahin lebte die Familie glücklich zusammen. Doch dann ging Alexander im November vergangenen Jahres weg, von einem Tag auf den anderen. Ich war die erste Woche so fassungslos, dass ich das überhaupt nicht realisiert habe. Und natürlich bin ich abends heulend mit einem Pullover von meinem Mann ins Bett gegangen und habe irgendwie gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Und habe, wenn Maximilian in der Schule war, 3 Stunden bitter heulend unter meinem Esszimmertisch gelegen und habe gesagt, ich stehe nicht wieder auf. Das ist auch nicht mein Leben, ich mache das nicht. Das ist nicht das, was ich bisher hatte oder was ich wollte. Ich will mein Leben zurück. Für das Papakind Maximilian erfand die Mutter zuerst Ausflüchte. Doch schließlich musste Sarah ihrem Sohn sagen, dass Alexander sie beide verlassen hatte. Und dann kamen natürlich Fragen von Maximilian und eigentlich keine wirklichen Fragen. Eigentlich kam erstmal ein kleiner kindlicher Nervenzusammenbruch. Hat dann geweint und hat auf dem Boden gelegen und hat gesagt, ich ertrag das nicht, mein Herz tut so weh, das könnt ihr nicht machen. Was hast du denn gemacht? Warum geht Papa denn weg? Hab ich was falsch gemacht? Das verstehe ich nicht. Und hat geweint. Also er hat viel, viel, viel geweint. Gib mir mal deinen Schulranz, nimm mal deinen Sport. Okay. Boah, ist der schwer. Hattest du was raussortiert jetzt, was du in der Schule lassen kannst? Ja. Den Papiertiger? Nee. Sarah versuchte damals, den normalen Alltag für Maximilian aufrechtzuerhalten, so gut sie eben konnte. Mehr als 2 Monate lang.
Während dieser Zeit lebte Alexander in einer eigenen Wohnung. Er arbeitete zwar weiter als Lokomotivführer, so als sei nichts geschehen. Seiner Frau und seinem Sohn gegenüber verhielt er sich aber gleichgültig, emotionslos. Er mied den Kontakt. Und ich habe dann versucht, mir immer zu überlegen, hat er dich die ganze Zeit jetzt angelogen? Wer ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Mensch, der dir da jetzt gegenüber tritt? Kennst du den überhaupt? Ist das überhaupt der Mann, dem du irgendwann dein Ja-Wort gegeben hast, mit dem du verheiratet bist? Das hat in mir eine unwahrscheinliche Wut ausgelöst und habe ihn dann angerufen und habe gesagt, hör mal, wir beide werden erstmal nicht mehr miteinander reden und jetzt ist Schluss. Und ich glaube, das war dann ein ausschlaggebender Punkt mit, der ihn wachgerüttelt hat. Weil das von mir sehr endgültig war. Ich habe ja dann gesagt, hör zu, vielleicht mache ich nächste Woche noch einen Termin beim Jugendamt, das wird es vielleicht mit dem Besuchsrecht irgendwie regeln. Und vielleicht rede ich auch mal mit dem Anwalt. Jetzt kam alles zusammen. Auch bei der Arbeit wurde Alexander plötzlich unkonzentriert, konnte nur noch im letzten Moment an einem Haltesignal stoppen. Er, der keinen Alkohol mochte, leerte an einem Abend eine ganze Flasche Whisky. Alexander merkte jetzt, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Er ging zur Betriebsärztin. Sie zog ihn sofort aus dem Verkehr, schrieb ihn krank, verwies ihn an einen Traumatherapeuten. Das war so, als ob ihn einer mit dem Hammer auf den Kopf haut von hinten. Und ich bin also wirklich förmlich zusammengebrochen. Ich habe gedacht, was machst du eigentlich? Wo bist du hier überhaupt? Ich konnte das gar nicht deuten, erkennen, wo ich jetzt in diesem Moment gestanden habe. Dass ich ja in meiner Wohnung bin, die ich mir angemietet habe, nachdem ich mich getrennt habe. Bin ich da so in mich zusammengesackt und wusste gar nicht, was jetzt los war. 2,5 Monate lang hat Alexander nichts mehr empfinden können. Jetzt brachen alle Gefühle hervor, die er seit dem letzten Suizid auf den Gleisen verdrängt hatte. Alexander bekam nun Sehnsucht nach seiner Frau und seinem Kind. Er wollte jetzt nur noch nach Hause. Seine Frau Sarah war fassungslos. Hallo Schatz, schön dich zu sehen. Wo ist denn Max? Sag mal, hast du einen an der Waffel? Also er wusste ja schon, was in diesen letzten Wochen passiert ist oder in den Monaten. Aber hatte da plötzlich gar keinen Bezug mehr zu. Also genauso schnell, wie das anfing mit dem, ich muss hier raus, ich muss hier weg, das ist mir alles zu viel. Genauso schnell kam das mit, schön dich zu sehen, wie war dein Tag? Wollen wir heute Abend essen gehen? Hast du was vor? Was machen wir denn am Wochenende? Ich sag mal, diese Rückkehr von mir ist für sie schwieriger gewesen als für mich selber. Denn für mich selber ist es so gewesen, als ob ich 2 Tage auf dem Lehrgang war. Das ist, weil ich habe diesen Zeitraum, diese 2 Monate, dadurch, dass ich so wenig oder so gut wie keine Erinnerung daran habe, ist für mich waren keine 2 Monate, das waren also wie 2 Tage. Und dementsprechend war es dann für mich, als ich wieder hier war, als ob nichts gewesen wäre. Nee, 10:20 war ich. Sarah war tief verletzt durch das, was geschehen war. Doch sie wollte eine neue Chance für ihre Familie. Alexander zog wieder zu Hause ein. Seitdem Alexander wieder Gefühle empfinden konnte, hatte er Albträume von den Unfällen und Suiziden. Immer wieder durchlebte er die grauenvollen Momente mit all den Bildern, Geräuschen, Gerüchen. Panikattacken, Schlaflosigkeit, Gereiztheit waren die Folge. Alexander, der sich nach den ersten Unfällen geweigert hatte, zum Psychologen zu gehen, erkannte nun, dass er dringend Hilfe braucht. Tja, wenn ich so darüber nachdenke, würde ich einfach mal sagen, der Moment, wo ich dann realisiert gesehen habe, wie er Anlauf genommen hat und mir von Zug gesprungen ist. Ja. Gibt es Worte, die das Bild in Ihnen auslöst, wenn Sie dieses Bild anschauen? Was ist das Schlimmste, was Sie heute über sich sagen können? Also hier würde genauso wie beim letzten Mal passen, ich bin machtlos. Ich bin machtlos. Ja. Das ist ein Satz, der eigentlich bei allen der Ereignissen passt. Ja. Ja. Mhm. Auf der Skala von 0 bis 10, wie belastend fühlt sich das im Moment an? 9. Man ist Täter als Lokführer, denn man fährt die Lok und man ist Opfer, man kann es nicht ändern. Der Suizidant macht quasi den Lokführer zum Täter und ist aber
Ja, und ist aber auch gleichzeitig Opfer der Lokführer, denn er hat es ja nicht so entschieden und er kann es auch nicht aufhalten. Er ist machtlos. Das ist der Satz ja auch von Herrn Keim gewesen. Und das ist eine doppelte hässliche Geschichte. Gut, dann stellen Sie sich jetzt bitte das Bild vor. Das Bild, wo der Selbstmörder auf die Schienen springt. Und Sie nehmen sich den Satz, ich bin machtlos. Und schauen auf meinen Finger. Die Traumatherapeutin stellte fest, dass Alexander das Erlebte durch den Schock in einer Region des Gehirns abgespeichert hat, wo es ihm bewusst nicht zugänglich ist. Dadurch kann er das Trauma nicht verarbeiten. Wie würden Sie jetzt gerne über sich denken, anstelle von ich bin machtlos? Dass ich die Bilder im Prinzip verarbeiten kann oder dass ich damit umgehen kann. Ja. Am besten so ein Satz. Ich kann damit umgehen. Okay. Gut, nehmen Sie sich das Bild und den Satz, ich kann damit umgehen. Und ich mache jetzt wieder Fingerbewegung. Durch das in der Traumatherapie erprobte EMDR-Verfahren kommt eine Aktivierung des ganzen Gehirns in Gang, wodurch Alexander wieder seine ursprünglichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der psychischen Verarbeitung erlangt, die ihm durch den Schock verloren gegangen waren. Lokführer wie Alexander sind Opfer der Selbstmörder. Sie müssen mit der Last dieser Erfahrung leben, die ihnen aufgezwungen wird. Mehr als 1000 Selbsttötungen auf den Schienen gibt es jedes Jahr. Dadurch werden Tausende von Lokführern psychisch geschädigt. Auch ihre Familien leiden mit. Manche der Lokführer schaffen nach so einem Erlebnis den Weg nicht mehr zurück in den Führerstand. Sie müssen ihren Beruf aufgeben. 3. Mai. Heute ist ein besonderer Tag für Sarah und Alexander. 4 Monate lang war Alexander krank. Jetzt will er es wieder wagen. Also ich bin jetzt nicht nervös oder so, ich bin eher neugierig und auch froh, dass ich wieder fahren kann. Weil ich habe das immer gerne gemacht und ich denke, das wird schon gut werden. Also normal, ja gut, Normalität ist sowieso noch nicht. Die Normalität kommt erst. Ich finde, jetzt ist das noch alles so kontrollierbar. Wie? Ich weiß genau, dass du heute mit Philipp zusammenfährst. Da passiert nichts. Ne? Mit Philipp, der bringt dich wieder heil nach Hause. Dann sehen wir uns heute Abend wieder. Morgen hast du wieder ein bisschen Tüdelüdü im Büro. Aber so heute, wie gesagt, geht es eigentlich, weil alles noch so kontrolliert ist. Ja. Ist alles noch so in der Windel halt, ne? Gepuffert. Ach, und dann in der Windel kontrolliert, ja? Gepuffert. Es klappt, auch wenn er die Dienstkrawatte zum ersten Mal seit Monaten wieder umlegt. Alexander hat in der letzten Zeit öfters an diesen Moment gedacht und sich auf den Tag gefreut, wo er sich zum ersten Mal wieder auf den Weg zum Dienst machen wird. Vor Wochen noch hatte allein der Gedanke an Züge Panikattacken bei ihm ausgelöst. Seit seinem Zusammenbruch damals mied Alexander die Nähe von Bahnhöfen und Gleisen. Lange Zeit konnte er sich nicht vorstellen, wieder einen Zug zu fahren. Doch er wollte zurück. Kann er es schaffen? Heute wird er zum ersten Mal wieder im Führerstand sein. Nur für wenige Stunden. Und auch nicht allein. Hey. Hallo, Alex. Na? Lümmel? Lümmel. Dein Grüßt. Was ist das? Ich fahre erst Detmold und dann fahre ich 17:39. Ach so, ja, morgen Abend erst. Hm. Und am Mittwoch ganz normal die einmal Münster, einmal Osnabrück. 13 Ach die, ja. Und du bist in Münster. Ich muss mal gucken. Ich will ja in jede Strecke, in jede Richtung einmal fahren. Ja. Ich fahre jetzt mit Philipp. Einmal Osnabrück, Begleitfahrt und dann wieder zurück. Und dann die Tage noch so ein bisschen die Strecke noch mal angucken und dann bin ich wieder da. Ja, ich habe schon gehört, was du kommst. Ja, ehrlich? Vorher? Ja, das ist ein Gerücht. Das ist so ein Gerücht. Du, weißt, es gab sogar Gerüchte, dass ich jetzt zur Umschulung mache zum Koch. Das habe ich also auch schon gehört. Richtig? Hm? Koch? Dass ich gar nicht wiederkomme und werde jetzt Koch. Nee. Dann mach einfach wieder Feierabend, hatten wir doch damals, ne? Alexander wird von einem Kollegen begleitet.
Sein Arbeitgeber, die Nordwestbahn, will kein Risiko eingehen. Es wird genau geprüft, ob Alexander wieder als Lokführer arbeiten kann. Auch er muss für sich abschätzen, wie weit er wieder belastbar ist. Einmal der Tumult. Wenn heute alles gut geht, können die Begleitfahrten in den nächsten Tagen ausgedehnt werden. Erst danach darf er wieder alleine fahren. Heute ist sein Kollege Philipp dabei. 81, 6, 17, passt alles. Ein Zug hat bei einer Geschwindigkeit von 80 km die Stunde bereits einen Bremsweg von 200 Metern. 100 Tonnen müssen hier zum Halten gebracht werden. Da rennt zwar noch einer da hinten, aber wer weiß, wo der hinrennt. Den nehmen wir nicht da mehr. Da ist nicht mehr weit. Wer weiß, wo der hin will. Eben. Und dann denkt er wahrscheinlich, dass er sich eine Bahn nach Paderborn nimmt. Ja, oder? Ja. Aber anhalten tue ich. Hier ist auch nichts. Was hat er? Was macht er denn für Handzeichen? Kannst du mir die mal erklären? Keine Ahnung. So, dann gehe ich mal mit meinem Schlüssel auf die Tür. Noch mal erstmal eine Störung. Hast du einen Schlüssel? Dann gib dir mal einen. Der ist da hinten, der Schlüssel. Ist gerade zurückgefallen, hast du das gesehen nur? Mhm. Der Sauhund? Mhm. Noch ist die Anspannung für Alexander groß. Die Fahrgäste bekommen davon nichts mit. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, aufgrund einer Bahnübergangsstörung haben wir mehrere außerplanmäßige Halte auf der freien Strecke. Wir bitten dies zu entschuldigen. Vielen Dank. Nach 10 Tagen. Alexander hat seine Begleitfahrten erfolgreich absolviert. Jetzt ist er auf dem Weg zu einer Gesprächsrunde seines Verkehrsunternehmens. Regelmäßig laden bei der Nordwestbahn Betriebsärztin und Verkehrspsychologe Lokführer und Servicemitarbeiter ein, die nach einem Personenschaden widerfahren. Sie wollen wissen, wie es den Mitarbeitern ergangen ist. Das ist ja immer eine ganz, ganz wichtige Sache. So, wie geht es mir, wenn ich da drüber fahre? Am Anfang ist das noch ein besonderer Ort oder eine Zeit lang länger ist das ein besonderer Ort. Sie fixieren den mit dem Blick, gucken genau, was passiert. Das scheint vielleicht ein bisschen im ersten Moment, aber das sagt auch sofort wieder weg. Das ist ja eine wichtige Frage, wieso die Anspannung, wie schnell die wieder runtergeht. Ja, das ist also klar, wenn man sich erschrocken hat, ist es erst da, aber das ist relativ schnell auch wieder verflogen. Und dann ist es auch weg und wenn Sie nach Hause kommen, kommt... Denke ich auch nicht mehr dran. Ist das weg? Ja, aber ich bin also teilweise noch ein bisschen, übervorsichtig will ich nicht sagen, aber ich bin ziemlich schreckhaft, wenn es jetzt gerade auf unbeschränkte Bahnübergänge zugeht und sich dann Personen oder PKWs nähern. Auch Sarah kämpft noch immer um Normalität in ihrem Leben. Während der Trennung von Alexander hatte sie Tagebuch geschrieben. Sie gab es ihm nach seiner Rückkehr zu lesen, damit er sie in ihren Gefühlen und Ängsten besser verstehen kann. Auch heute dient das kleine Buch als Kommunikation zwischen ihnen. Die größten Ängste sind natürlich, dass uns das wieder passieren kann. Er fährt ja jetzt wieder. Was ist, wenn er wieder einen Unfall hat? Soll ich dann gleich die Reisetasche packen? Soll ich mich dann verkrümeln? Auch Alexander machte sich seine Gedanken. Er weiß, dass er trotz allem noch Glück hatte. Es hätte auch sein können, dass ich heute nicht sitze. Es könnte ja auch sein, dass ich nicht diesen Tag X hatte im Januar, wo diese Mauer, ich nenne es jetzt mal Mauer, damit man da eine Metapher hat, dass diese Mauer nicht zusammengefallen ist, sondern dass sie einfach stehen geblieben worden wäre. Dann würde ich da vielleicht immer noch wohnen, würde vielleicht auch wieder normal arbeiten gehen, dass einfach dieser Weg einfach weitergegangen wäre. Nur nicht nach dahin, sondern nach dahin. Dass es dann wirklich irgendwann so weit gekommen wäre mit Scheidung und so weiter und so fort. So, und dann wäre es vielleicht in 2 Jahren so weit gewesen, wo diese Mauer umgefallen wäre. Dann wäre es aber zu spät gewesen.
ein freier Tag nach der Nachtschicht. Alexander nimmt sich Zeit für Sohn Maximilian, der sich über jede Minute mit dem Vater freut. Nee. Dann fahr der Mitte von hier. Du kannst doch von hier schießen, ich stell das Tor weiter weg. Und du machst jetzt 10-0 bei Papa. Naja, knapp. Es war ganz oft, Papa, wo gehst du jetzt hin? Kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Wie lange bist du jetzt weg? Kann ich mitkommen? Also es war ganz viel Festhalten dabei. Besten das jetzt noch eingefallen. Um seinen Papa macht Maximilian sich Sorgen. Ja, der ist dann ja halt traurig und so. Das tut ihm ja dann auch im Herzen weh. Wenn er dann voller Arbeit kommt, dann bringe ich ihm immer was zu naschen. Kinderriegel oder so. Mhm. Und weiß er, dass du ihn damit trösten willst? Er hat es gestern herausgefunden. Oh, wie? Weil ich das mache das ja auch schon länger und so. Und da. Dann. Weil, kriegt ihr das langsam raus und dann muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Mist. Bitteschön. Bitteschön. Willst du deine mal inhalieren? Danke. Bitte. Kinder sind natürlich relativ unbefangen. Der Junge fragte dann, ja, was hast du denn für Unfälle gehabt? Hast du denn schon mal jemanden überfahren? Und man merkte an Maximilian dann, dass der sich wirklich anspannte und ganz trocken dann sagte, du, ich glaube, da möchten wir jetzt gar nicht drüber reden. Können wir nicht einfach in Ruhe essen? Er wollte einfach auch nicht, dass Alex damit konfrontiert wird. Er sagte dann im direkten Atemzug, weil Alex dann sagte, ach, wir können das, ich kann das ruhig erzählen, ich kann das ruhig erklären. Und dann sagte Maximilian halt plötzlich, ja, aber nicht, dass es dir dann wieder schlecht geht, dann reden wir da lieber nicht mehr drüber. Und das ist natürlich für uns als Eltern oder auch als Erwachsene einfach schon ein großer Kloß, der einem halt steckt. Weil natürlich möchte man dem Kind das Gefühl geben, dass es wieder in Ordnung ist. Und anscheinend haben wir das ja noch nicht so präsentieren können, dass er relativ sicher mit dieser Situation umgehen kann. Sie sind wieder zusammen. Aber Sarah weiß, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt, bis die Wunden in der Familie verheilen werden. Gute Nacht. Samstag, 3. Juli. Sarah und Alexander haben heute gemeinsam eine Schicht, was selten vorkommt. Ein Kollege wurde krank. Alexander sprang kurzfristig für ihn ein. Immerhin eine Gelegenheit, mit seiner Frau den Tag zu verbringen. Sohn Maximilian ist mit Oma und Opa im Schwimmbad. Deutschland versinkt im Fußballfieber. Es herrschen 38 Grad. Ein gemeinsamer Alltag. Ein Stück Normalität. Zumindest beruflich. Und wie geht es, Alexander? In diesem Moment eigentlich ganz gut. Es ist nur ein bisschen warm heute. Deutschland spielt in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien. Noch gibt es kaum Fahrgäste. Ein Besuch im Führerstand kann sich Sarah erlauben. Die Schattenseiten des Berufes zeigen sich unvermittelt. Vor 2 Tagen traf es an dieser Stelle einen Kollegen und 2 Service-Mitarbeiter. Ja, der war alles gelaufen. Da stand hier links immer so ein weißes Auto noch. Den haben sie jetzt weggeholt. Und jetzt hier vorne in den. Oder haben sie es weggemacht? Ne, hier siehst du noch die Umrisse, die sie da hingezeichnet haben. Ja. Als wir die Ausbildung gemacht haben, hat uns damals der Betriebsarzt gesagt, fragt euch nicht, ob es euch passiert, sondern wann es euch passiert. Und naja, es kann natürlich auch so sein, dass es einen dann ein bisschen häufiger trifft als andere. Und dementsprechend ist es natürlich
dann irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Also man hat dieses Unbeschwerte nicht mehr, ne? Was dann das, was den Job angeht. Super, danke. Danke. Schönen guten Abend und die zugestiegenen Fahrgäste bitte. Ganz in Ruhe. Bisher, toi toi toi, habe ich immer großes Glück gehabt. Vielleicht hat er ja die für mich gleich mitgenommen. Ja. Alex. Nein. Ich weiß es nicht. Ungerecht. Man wünscht es ja keinem, um Gottes Willen. Aber ich denke, es ist auch schön, wenn es uns jetzt nicht mehr treffen würde. Wäre halt auch gut. Natürlich kann ich das verzeihen, was passiert ist, was mit unserer Familie und mit unserer Ehe passiert ist, aber ich kann es nicht vergessen. Also ich kann das verzeihen, weil es natürlich ein Mensch ist, der mir wichtig ist und den ich liebe, aber vergessen kann ich das alles natürlich nicht. Und es wird mit Sicherheit auch noch lange Zeit unser Leben und auch unsere Beziehung begleiten. Neun schwere Monate liegen hinter der Familie Keim. Der erste gemeinsame Urlaub steht an. 3 Wochen keine Schienen, keine Bahn, kein Personenschaden. Kein Diensthandy. Kein Diensthandy. Wir haben unsere Diensthandys aus. Das ist der Knaller, ne? Ich glaube, das ist das erste Mal seit letztes Jahr Kroatien, dass wir die Diensttelefone aus haben. So, jetzt geht's los. Den Urlaub. Hast du alles eingepackt? Ja. Okay.